Oh, ich wollte euch zeigen, wie ich diese süßen Fotoständer gemacht habe. Hier, das sind nur Beispiele, die ich einlaminiert habe. Und es geht sich eigentlich um diese Ständer an sich, hier mit dieser Fotoklammer da oben drauf. Ihr könnt die natürlich auch als Notizhalter oder so benutzen. So sehen die aus, ne? Da könnt ihr alles Mögliche reinstecken oder jemand eine Nachricht hinterlassen, wie auch immer. Auf jeden Fall wollte ich euch zeigen, wie ich die gemacht habe. Die sind relativ einfach und auch für Anfänger geeignet. So, was ihr auf jeden Fall dafür braucht, sind diese Becher. Ich glaube, die erkennt jeder wieder. Die sind von einer Joghurtsorte. Die benötigt ihr. Ja. Und dann habe ich, das habe ich euch mal im Haul gezeigt, diese Fotoklammern oder es gehen auch hier diese spiralförmigen. Ja, die habe ich bei VBS Hobby bestellt. Damals, ich weiß nicht, es gibt bestimmt auch andere Anbieter, aber die braucht ihr auf alle Fälle. Und so eine ganz normale Wäscheklammer habe ich benutzt. Ja, ihr könnt entweder Zement nehmen oder sonst irgendwas, also oder Modelliermasse. Ich weiß nicht, ich habe Bau- und Hobbygips genommen. Ja, damit bin ich am besten zurechtgekommen. Ich habe diesen Sekundenzement versucht, das hat gar nicht funktioniert. Der war viel zu schnell trocken. Ich konnte dann diese Fotoklammer nicht mehr ausrichten. Also mit diesem Hobbygips kam ich am besten zurecht. So, und den rühren wir uns als erstes an. Ich habe hierfür ein Schüsselchen genommen, ein älteres. So, nicht zu viel, weil ich im Moment nur zwei von diesen habe. Nicht zu viel rumsauen hier. So, ihr solltet da nicht so sehr rumsauen wie ich jetzt gerade. Ja, das Ganze mischen wir mit ganz normalem Leitungswasser an. Nicht zu viel, ich teste das erstmal. Es muss so eine cremige Masse ergeben. Ich sag mal so cremig, ein bisschen wie Quark. So, ich rühre das jetzt mal an. So, wir müssen ja relativ zügig arbeiten, weil der Gips relativ gut anzieht. Dann fangt ihr an, die Puddingtöpfe, also diese Joghurttöpfe zu befüllen. Ich habe die nicht ganz voll gemacht, weil ich festgestellt habe, die sehen etwas netter aus, wenn die nicht ganz so voll hoch sind. So, etwas reingeben und gut klopfen. Wegen der Luftblasen. Ich fülle eben den anderen auch noch. So, und jetzt nehme ich jeweils eine Fotoklammer hiervon und platziere sie möglichst in der Mitte. Jedenfalls sollen die bei mir in der Mitte sein. Und lasse sie so weit rausgucken, wie ich meine. Setze dann die Klammer rein. Moment. Klemm die fest und lass es einfach so stehen. Bei dem anderen machen wir das auch. Hier nehme ich eine spiralförmige. Und so. Einklemmen. Ungefähr in der Mitte platzieren. So, und dann geht ihr da. Ja, je nachdem, was ihr für eine Masse genommen habt, die nächsten Stunden am besten nicht mehr dran. Ja, und dann sehen die ganzen Dinger so aus. Ich habe das schon mal vorbereitet. Ja, entweder könnt ihr, wenn ihr Glück habt, die rausziehen. Ist bei mir meistens auch nicht der Fall. Was ihr machen könnt, ist vorher mit Öl einpinseln. Dann klappt das vielleicht. Also bei mir sind sie meistens kaputt gegangen. Heißt also, wir schneiden das Ganze jetzt auf. Ich habe das Ganze mit einem scharfen Küchenmesser halt angeschnitzt und aufgeschnitten. So, und dann sieht das Ganze so aus. Ihr geht dann noch hin und entweder lasst ihr das so uneben, vielleicht findet das jemand schön, oder ihr geht hin, schmirgelt das Ganze noch mit Schmirgelpapier ab und bemalt es dann mit Acrylfarben so, wie ihr möchtet. Ja, ihr könnt auch, wie ich hier gemacht habe, noch ein kleines Emblem oder so drauf machen, Herzchen, wie auch immer. Ja, und dann habt ihr eine nette Fotoklammer.
Ich hoffe, es hat euch etwas gefallen. Ein einfaches, nettes, schnelles Produkt.